Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben mit der Vorlesung begonnen mit dem mythischen Weltbild, haben dann einige Entwicklungen uns angesehen und sind jetzt bei den Vorsokratikern gelandet. Das ist jener Personenkreis, der das Grundkonzept der abendländischen Wissenschaften festgelegt hat. Und die ganz, ganz zentrale Idee ist der Gedanke eines Systems. System bedeutet, dass die Art, wie in einem mythischen Weltbild Kategorien verwendet werden, nämlich dass man zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen begrifflich nicht unterscheidet, dass das zu Ende ist. Ein System umfasst Teile und diese Teile werden eindeutig identifiziert. Und jetzt spricht man von einem System der Welt. Der entscheidende Punkt ist das Reden von der Welt, die Welt. Und die Welt wird genannt Totheon, das Göttliche. Das heißt, über die Götter hinweg, über alles, was die Götter machen, und die Götter sind ja in der Welt, die Natur sind die Götter. Über alles, über die Götter hinweg gibt es so etwas noch von die Welt. Das Göttliche, ein gemeinsames System, ein gemeinsames Feld, eine gemeinsame Welt. Das machen die Vorsokratiker oder auch Mileter genannt. Die Hafenstadt Milet ist die reichste Stadt Griechenlands. Wir sind im 6. Jahrhundert vor Christus. Ein Knotenpunkt von Handelswegen. Hier kreuzen sich viele, viele Kulturen aus dem Westen und aus dem Osten. Milet war eine hochentwickelte Stadt in der Astronomie, im Kalenderwesen, in Gewichtssystemen, im Schriftwesen, im Münzwesen. Und der erste, der anfängt, ist der Thales von Milet. Der Thales von Milet, es gibt über diese Leute immer nur sehr, sehr spärliche Literatur, wird geschildert als ein reicher Kaufmann, der weit herumgereist ist, der von den Mathematikern, von den Ägyptern mathematisches Wissen, astronomische Kenntnisse erlangt hat. Er soll angeblich die Sonnenfinsternis im Jahre 585 vorausgesagt haben. Es gibt 4 Lehrsätze der Geometrie, die Sätze von Thales und so weiter. Anaximander ist 15 Jahre jünger und Anaximenes ist eine Generation jünger. Die Frage, die sich die Mileter stellen, die erste Schule der Philosophen, ist, was ist die Arche der Dinge? Der Begriff Arche wird aber jetzt von den mythischen Implikationen gesäubert. Es ist nicht mehr Arche in einem mythischen Sinn, sondern Arche in einem logischen Sinn. Was ist der Urgrund? Was ist der Seinsgrund? Was ist der Entstehungsgrund? Was ist die Basis? Was ist die Grundlage der Welt? Das war die Frage nach der Arche. Und genau diese Frage bedeutet, dass wir über ein Konzept der Welt verfügen und dass implizit ein Systembegriff definiert wurde, ohne dass man das so sagen kann, hallo, wir haben ein System erfunden. Das ist jetzt sozusagen die Interpretation im Nachhinein. Das heißt, der Philosoph denkt über die Welt. Er sieht sich selbst in Distanz zur Welt. Er kommt aus dieser mythischen Dichte heraus, auch aus diesem mythischen Naturerleben und stellt sich der Welt gegenüber. Und in dieser Konzeption gibt es die Vorstellung, dass die Welt da draußen von der Welt da drinnen getrennt ist. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo sich die ersten ganz, ganz rudimentären Konzepte eines Innenraumes, einer Innenwelt in Distanz zur Außenwelt formen. Wenn wir jetzt über Innenwelt und Außenwelt denken, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass wir sofort in unsere kulturelle Selbstverständlichkeit springen, nämlich eine Differenz zwischen geistiger Welt und körperlicher Welt. Das ist unser mechanistisches Erbe, das ist unser Erbe von Descartes. Meine Vorstellung ist eigentlich so, man könnte sich, vielleicht wollen Sie sich eine Zeichnung machen, man könnte sich sagen, es ist ein gemeinsames Feld,
In diesem Feld wird ein Netz gezogen. Das Netz ist sehr, sehr dünn. Und das Netz unterscheidet, was ist außen und was ist innen. Das heißt, das gemeinsame Feld wird in zwei Felder geteilt und damit habe ich sozusagen ein System erfunden, das System der Außenwelt. Aber dieses Netz ist sehr, sehr dünn. Und das dünn bedeutet, dass die gleiche Stofflichkeit außen wie innen zu finden ist. Sozusagen die Fische können sozusagen von außen nach innen und von innen nach außen schwimmen. Und wir werden sehen, dass die meisten Metaphern in dieser Art von Philosophie dynamische Fließmetaphern sind. Das heißt, es schwappt sozusagen von außen nach innen, es schwappt von innen nach außen, es ist dynamisch, es ist fließend und es ist die gleiche stoffliche Qualität. Das heißt, die Welt außen und die Welt innen ist von der gleichen Beschaffenheit. Und ich denke, das ist etwas, was in der Grundidee, ja, müssen wir das denken bis in die Renaissancezeit hinein. Und erkenntnistheoretisch im Hintergrund war die Vorstellung, wir können in unserer, heutzutage würde man sagen, in unserer Subjektivität, die Welt außen nur deswegen erkennen, weil es etwas Gleiches ist. Gleiches kann nur durch Gleiches erkannt werden. Und das, was Descartes gemacht hat, war zu sagen, der Geist, die geistige Welt, die Innenwelt und die körperliche Welt, die materielle Welt, die Außenwelt sind zwei verschiedene Qualitäten. Das heißt, die Entwicklung geht von den Miletern bis Descartes und Descartes haut dann das Schwert durch und sagt, wir müssen diese beiden Qualitäten vollkommen auseinanderdenken. Und damit ist auch das Ende der stofflichen Beschaffenheit und damit wird das Ende einer magischen Interpretation der Welt gesetzt. Das heißt, wir müssen uns diese, vielleicht ist dieses Bild hilfreich und dieses Bild werden wir jetzt in Detailinformationen öfters bestätigt werden. Die stoffliche Beschaffenheit in diesem dynamisch fließenden Göttlichen. Thales sagt, alles besteht aus Wasser. Das heißt, wir haben hier einen Kosmos, der letztlich aus Wasser besteht und dieser Kosmos ist auch, in dieser Weise muss ich auch meine Seelenhaftigkeit beschreiben. Anaximenes sagt, alles besteht aus Luft. Da habe ich wieder diese dynamische Vorstellung. Auch die Seele ist ein Luftphänomen. Der dritte von diesen drei Miletern ist der Anaximander. Anaximander ist sehr, sehr rätselhaft. Anaximander macht es am abstraktesten und am philosophischsten. Er sagt, das Göttliche ist ohne Alter, ohne Tod, ohne Untergang, ohne Anfang, ohne Verderb, ohne Grenze, ohne Ende, ohne Bestimmung. Wir haben immer von diesen Leuten nur ganz, ganz kleine Textfragmente und letztlich ist dann immer sozusagen die interpretative Kunst, diese Textfragmente irgendwie zu deuten. Aber es ist sehr, sehr rätselhaft. Im Jahre 494 vor Christus wird die reiche Stadt Milet von den Persern zerstört. Die Philosophie, die sich dort entwickelt hat, bekommt Gelegenheit, sich in ganz Griechenland zu verbreiten und kann dann in Griechenland, und das Große ist dann die klassische Periode, Sokrates, Platon, Aristoteles zu einer Hochblüte entstehen. Es gibt hier jetzt in der nächsten Generation viele, viele sehr widersprüchliche Arten von Philosophien. Zum Beispiel das Logos-Konzept bei Heraklit von Ephesus. Sie kennen wahrscheinlich diesen Spruch von ihm, alles fließt. Und dieses alles fließt ist ein Ausdruck von diesen dynamischen Fließmetaphern. Das heißt, indem alles fließt, gibt sozusagen für diese Art von Weltbild ganz einen unmittelbaren Sinn. Alles ist dynamischer, fließender Qualität. Ein zentraler Begriff bei ihm ist Logos. Und viele Arten von Kulturgeschichten beschreiben ja das unter der großen Überschrift vom Mythos zum Logos. Und Logos hat viele, viele Bedeutungen. Logos ist die Zahl, Logos ist Gegenstand, Logos ist Ordnung, Logos ist Logik, Logos ist Beziehung,
Logos ist Berechnung, Logos ist Begründung, Logos ist Argument. Der Begriff Logos ist ganz, ganz ein zentraler Begriff. Und wie dann die Griechen die Entdeckung machen, die Grundlagenkrise der griechischen Mathematik, der irrationalen Zahlen, die Zahlen, so wie die Zahl Pi, die man sozusagen arithmetisch nie ein Ende hat, 3,14159, und das geht ewig weiter, das haben die entdeckt, dann haben sie das genannt Alogon. Das ist das A-Logische. Und Alogon, das war tatsächlich eine Grundlagenkrise der griechischen Mathematik. Und in diesem griechischen Zahlenkonzept, das griechische Zahlenkonzept ist das Konzept von Arithmos. Und Arithmos bedeutet, dass die Zahl immer ein Repräsentant einer äußeren Ordnung ist. Das heißt, es gibt kein Konzept von Null in der griechischen Mathematik und es gibt auch kein Konzept von negativen Zahlen. Und diese anderen Sachen, komplexe Zahlen und so weiter, sowieso nicht. Das heißt, und das nennen sie Alogon, und das war sozusagen ein ganz großes Rätsel, weil sie das nicht erklären konnten. Sie konnten die Geometrie von Pi, das braucht man für die Kreisberechnungen, und die Arithmetik, die Zahlenberechnung, nicht deckungsgleich machen. Und dazu muss man eine andere Art von Zahlenkonzept erfinden. Das geht dann ganz, ganz leicht mit den indischen, arabischen Zahlen. Das kommt in das Abendland erst rein im Gefolge der Kreuzzüge, also ungefähr 12. bis 13. Jahrhundert dann rein. Und da habe ich die Vorstellung, dass die Zahlen als Symbol mit der gezählten Realität losgelöst sind. Und die entscheidende Loslösung ist durch das Konzept von Null. Weil die Null hat keine Entsprechung in der Realität. Wo ist die Null in der Realität zu finden? Das sogenannte Nichts. Und das Nichts zu verstehen als Symbol Null hat dann für manche Länder dann in dieser Übergangszeit 3-4 Jahrhunderte gedauert, und die größten Gelehrten haben dann drüber geschrieben über das Rätsel der Null, was die Null als Zahlkonzept. Aber das ist sozusagen die indischen Zahlen, die arabischen Zahlen, das ist unser Zahlenkonzept, das brauchen wir für die Technik, das brauchen wir für den Kapitalismus. Das heißt, wir haben im Hintergrund auch diese Art von mentaler Revolution. Logos bei Heraklit ist dynamisch, es ist polar, es ist wie Tag und Nacht, wie Krieg und Frieden, es ist andauernd und so weiter. Die Gegenthese in einer gewissen Weise sind die Eleaten, die Schule von Elea. Das ist ein Landstrich in Süditalien. Parmenides sagt, das Sein ist nicht zerstörbar, unerschütterlich, nicht entstanden, unteilbar, unbeweglich. Das heißt, es gibt jetzt ganz, ganz langsam eine Idee eines Konzeptes von dem Objekt. Und vermutlich ist Parmenides der Erste, der diese Idee eines Objektes, eines abgegrenzten, von der Realität unterschiedenen Objektes philosophisch formuliert. Es gibt ja ganz ein dickes Buch von dem Hermann Schmitz, wo er die Seelenfahrt von Parmenides beschreibt, ganz, ganz im Detail, also ein dicker, dicker Schinken. Und da ist die These, hier findet sich sozusagen zum ersten Mal ein Konzept eines Objektes. Objekt in dieser Vorstellung, er ist getrennt von der Umwelt, er kann ident formuliert werden. Das heißt, also ganz ein großer Ort von Selbstverständlichkeit wird da jetzt philosophisch formuliert. Die Eleaten oder Zenon von Elea, vielleicht kennen Sie das, formulieren eine Reihe von philosophischen Rätseln. Philosophisch heißt es Aporien, der Pfeil kann sein Ziel nie erreichen, oder Achilles und die Schildkröte nicht einhören. Und da haben wir sozusagen, ich möchte das jetzt gar nicht ausformulieren, da werden sozusagen Grundrätsel letztlich formuliert, die dann die abendländische Wissenschaften prägen oder auch dann bestimmte Entwicklungen, zum Beispiel in der Mathematik, immer wieder vorantreiben. Die Konzepte des Außen entsprechen Konzepte des Innen. Meine Art, über Weltbilder nachzudenken, ist immer zu sagen, es geht nicht um eine Entwicklung der Äußerlichkeit und es geht auch nicht um eine Entwicklung der Innerlichkeit, sondern beides muss immer sozusagen gleich entwickelt werden. Das heißt, jede Art von Weltbild, jedenfalls diese Art von Weltbilder, die wir jetzt beschreiben, die abendländischen Weltbilder, haben Konzepte des Außen. Und diese Konzepte des Außen können wir durch Strukturelemente beschreiben und es muss sozusagen eine Entsprechung geben für Konzepte des Innen. Es muss irgendein Ort von Konkordanz sein.
Das heißt, wir können jetzt die Geschichte beschreiben als eine Geschichte immer größerer Äußerlichkeit. Manche reden ja über unsere Kultur so, es wird immer materieller und die Leute sind immer mehr auf Außendinge fixiert. Wir können es aber genauso beschreiben als eine Geschichte immer größerer Innerlichkeit. Und meine Vorstellung zum Beispiel vom postmodernen Subjekt ist, dass das ein Subjekt ist, das ein viel größerer Ort von Innerlichkeit besitzt als jemand zum Beispiel in der Barockzeit. Das heißt, wir könnten genauso gut das beschreiben, die Menschen bekommen in einer gewissen Weise ja höhere Innenfähigkeiten, höhere Arten, über sich selbst zu reflektieren. Das heißt, und da ist sozusagen wichtig, dass man diese Grenze zwischen Außen und Innen als kulturell konstruierte Grenze erkennen. Es ist ein gemeinsames Feld und in diesem gemeinsamen Feld. Das heißt, dieser Außenwelt gibt es auch eine Innenwelt. Es gibt dann in dieser Periode die ersten Vorstellungen von der Geist oder die Seele. Im Singular, es gibt den Geist, es gibt die Seele, ich habe einen Geist oder ich bin ein Geist. Es wird reflexiv, von Heraklit gibt es den Satz, ich erforsche mich selbst. Oder ein anderes Zitat, der Seele Grenzen kannst du nicht gehen, so tief ist der Logos, den sie hat. Das heißt, es ist eine Vorstellung, es ist eine riesige Seele. Es sind auch immer, das ist auch ein interessanter Punkt, wenn man über diese Seelenmetapher nachdenkt oder über die Kulturgeschichte der Seele, es sind immer visuelle Metaphern. Das heißt, es ist eigentlich immer die Imagination von einem visuellen Raum. Und wenn ich sage Innenraum, Raum ist natürlich eine visuelle Metapher. Das heißt, letztlich ist, und das ist ein eigenartiger Punkt, es ist auch, man könnte sozusagen auch die abendländische Geschichte so beschreiben, es ist eine Ummodulierung von immer einer entwickelteren, differenzierteren Visualität bis zu dem Zeitpunkt, dass die Kids sozusagen nur mehr in den virtuellen, visuellen Räumen sind und da herumspülen und sozusagen da einen großen Teil ihrer Zeit verbringen. Es ist ein Landschaftsbild, es ist ein Raumbild, es sind visuelle Metaphern. Die Seele, beschreibt Thales, ist eingemischt im Universum. Die Seele ist eingemischt im Universum, genau diese dünne Grenze. Anaximenes sagt, die Seele besteht aus Luft, außen und innen ist die gleiche Qualität. Oder Anaximander sagt, sie besteht aus Feuer. Heraklit sagt, die Seele besteht aus Feuer und Wasser. Meine Seele besteht aus Feuer und Wasser. Und Feuer und Wasser ist etwas, was ich außen erkennen kann. Empedokles, das dem Herzen umströmende Blut ist die Denkkraft. Ein körperlicher Vorgang wird sozusagen geistig interpretiert. Es ist eine innere Landschaft, aber es ist nicht die Vorstellung von Individuen. Das müssen wir uns sozusagen. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen innen, wir müssen unterscheiden. Erstens Innenraum, zweitens Personalität und drittens Individualität. Und wir müssen diese drei Begriffe auseinanderhalten. Personalität würde ich jetzt vorläufig so definieren. Personalität ist gekoppelt mit der Idee der persönlichen Verantwortung. Die Höhepunkte sind dann Sokrates und der christliche Seelenbegriff. Und Individualität ist die Vorstellung, wir können über den Menschen denken oder der Mensch kann über sich selbst denken, indem er sich von der ihn umgebenden, von der sozialen Umgebung, von der Sozietät wegdenkt. Das ist ein Individuum. Ein Individuum denkt sich selbst in seiner Einmaligkeit und entfernt sich Denken von seinen sozialen Bezügen. Das ist sozusagen unsere Art von Kultur. Unsere Art von Kultur ist die individuelle Kultur. Individuum im Mittelalter war ein Schimpfwort. Du Individuum, du. Ein Individuum ist jemand, der sich durch eine Missetat aus dem sozialen Zusammenhang gelöst hat. Und die größte Strafe war der Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft. Die schwere Verfluchung. Das war sozusagen die schwere Verfluchung. Anathema. Schwere Verfluchung heißt, diese Person, die so verflucht ist, darf nicht mehr mit anderen kommunizieren.
der wird aus der Sozialität, die größte Strafe war das für Leute, die nicht als individuelle Menschen leben, sondern die in einer ganz, ganz engen sozialen Dichte leben, indem es keine Vorstellung gibt von Intimität, indem es keine Vorstellung gibt von etwas für sich selbst zu haben, wo man immer in einem ganz, ganz dichten sozialen Prozessen, diese Art von Loslösung, ja, die, wie wir in unserer Kultur leben, ist sozusagen ganz, ganz schwer zu verstehen. Individuum ist eindeutig ein Produkt der Neuzeit. Vorher gibt es keine Individuen. Bitte, bitte, Sie haben eine Frage, ja? Ja? Ja, es gibt schon, das heißt, es gibt auch die Atomisten, die habe ich jetzt sozusagen nicht erwähnt, das ist eine eigene Schule, aber sie Demokrit und Epikur zum Beispiel sind Beispiele. Es gibt auch die Atomisten, nur die Atomisten haben, man darf das nicht in dem Atombegriff dann bei Descartes sozusagen interpretieren. Und für das mechanistische Weltbild spielt dann die atomistischen Konzeptionen die Hauptrolle. Für das mechanistische Welt, das wird immer sozusagen Atom, und man kann dann zum Beispiel bei diesen Leuten von Descartes, Gassendi, Mersenne, die das erfunden haben, zeigen, dass sie die antiken Atomisten sehr, sehr intensiv studiert haben, aber sie interpretieren es völlig neu. Das heißt, es gibt eine kleine Schule in der griechischen Philosophie, die Atomisten sind, und Atomos heißt ja nicht teilbar. Es gibt sozusagen ganz, ganz kleinste Einheiten in der Welt. Diese Einheiten sind, die beschreiben den Kosmos, und diese Einheiten beschreiben auch die Seele, Bestandteile, und die sind nicht teilbar. Temein, erschneiden, das haben wir schon, den Ausdruck haben wir schon gelernt, und A ist nicht, Atomos, nicht schneidbar, nicht teilbar. Aber es ist in der Gesamtphilosophie, in der gesamtgriechischen Philosophie, soweit ich das überblicke, haben die keine prägende Rolle gespielt. Und Atomismus zum Beispiel in der klassischen Philosophie bei Platon und bei Aristoteles spielt de facto keine Rolle. Es gibt eine kleine Schule, die dann eine Wirkungsgeschichte hat über das mechanistische Weltbild, und Atomismus spielt auch keine Rolle, soweit ich das überblicke, in der mittelalterlichen oder in der Renaissance-Philosophie. Man könnte auch eine Überschrift machen, es gibt Seelenliteraturen. Seelenliteraturen heißt, es gibt neue Arten von Genres in den Literaturen, die seelische Regungen beschreiben. Ein Beispiel ist die neue Kunstform der Lyrik. Die Sappho von Milena auf der Insel Lesbos, davon kommt der Begriff lesbisch, die hat Frauen gern gehabt. Und hier wird dann beschrieben, das wird manchmal zitiert, als dass die Sappho von Lesbos eine Person ist, wo erste Konzepte von Bewusstsein auftauchen. Und die Begriffe sind Synoida und Syneidesis. Das werden wir dann in der nächsten Einheit sozusagen noch einmal genauer beschreiben. Irgendjemand hat eine Frage? Bitte, ja. Und der dritte ist die Unterscheidung von innen und außen. Die Unterscheidung von innen, Innenwelt, Außenwelt. Die Unterscheidung von innen und außen ist die Art, wie immer das ergehe. Das ist auch die Art, wie ich sozusagen, was das Metakonzept zur Vorlesung ist. Okay, bevor man sich zur Vorlesung ist, muss man sich überlegen, hallo, nach welchem Metarahmen erklärst. Die Idee des nach innen und außen in meiner Vorstellung, jeder kann nur seinen Nahen predigen, ich predige meinen Nahen. Ja? Und mein Nahe sagt mir, wenn ich das mit innen und außen erkläre, kann man es sozusagen prinzipieller und leichter verständlich erklären. Aber innen und außen sind eigentlich in einer gewissen Weise, es gibt wenig Philosophiegeschichten, die das so aufdröseln. Wir werden dann schon noch mal reden, es gibt sozusagen Konzepte des Innen, Plato hat ein Konzept der Innenwelt, bei Augustinus werden wir es noch sehen, aber es ist eine sehr atypische Art, Philosophiegeschichte zu beschreiben. Wobei der entscheidende Impetus für mich ist ja nicht die Philosophiegeschichte, sondern die Kulturgeschichte. Das heißt, die philosophisches Denken ist,
wird herangezogen als illustrative, das Illustration für eine bestimmte Art von Denken. Das heißt, der entscheidende Punkt ist ja nicht Philosophiegeschichte. Philosophiegeschichte müsste man anders aufziehen. Der entscheidende Punkt ist Kulturgeschichte. Eine Kulturgeschichte, die philosophische Belege sozusagen hernimmt, um gewisse Dinge zu illustrieren. Aber es ist nicht sozusagen, der Inhalt ist nicht vor, ist nicht. Sie beschreibt, die Sappho beschreibt auch, wie man sich verlieben kann und also mit ganz, ganz großen Gefühlsaufallungen. Es ist so, wie wenn der Schmied auf dem Amboss draufhaut und so schießt die Liebe dann ein und da kann man gar nichts dagegen machen. Es wird auch ein Zwiespalt in den Gefühlen beschrieben. Zwiespalt in den Gefühlen gibt es für das Weltbild der Ilias keinen Sinn. Jetzt kann ich es beschreiben. Ich habe das Gefühl und ich habe das Gefühl und da gibt es eine Spannung und die Spannung wird leidvoll erfahren. Neue Arten von Distanzliteraturen, die gleichzeitig in diesen Jahrhunderten entstehen, sind erstens die Geschichtsschreibung, zweitens die wissenschaftliche Prosa und drittens die Kunstform der Tragödie. Beide Arten von Literaturen enthalten ein Distanzmoment. Und und ich möchte Sie einladen, dieses Distanzmoment parallel zu diesem Distanzmoment zu denken, dass ich sage, kann ich und die Welt. Man könnte sagen, es genügt ja, dass ich lebe und dass ich da bin. Wozu gibt es überhaupt noch die Welt? Was soll denn das wieder sein? Ja? Es ist in der leiblichen Erfahrenheit des Lebens gibt es keine die Welt. Die Welt ist sozusagen ein intellektuelles Konstrukt. Geschichtsschreibung bedeutet die Distanz von der Gegenwart. Ich distanziere mich von der Gegenwart und habe die Vorstellung, es gibt sowas wie eine wahre Vergangenheit und diese wahre Vergangenheit kann man beschreiben. Eine wahre Vergangenheit. Das Konzept einer wahren Vergangenheit gibt für den Mythos, für den Zeitbegriff, für den Archäbegriff gibt es keinen Sinn. Das ist genau die Distanz. Das ist die erste Art von wissenschaftlicher Geschichtsschreibung geht los. Die zweite Art von Distanz ist die wissenschaftliche Prosa. Die wissenschaftliche Prosa im Gegensatz zu dem versgebundenen Mythos, das wird ja immer in Hexametern gemacht, das ist ja eine bestimmte Art von Kunstform, die sich auch eine bestimmte Redensform war. Das heißt, die Mythen haben man sich ja gegenseitig erzählt, also zum Beispiel die Ilias, die da herumgereist sind, haben das erzählt. Das waren tagelange Erzählungen. In diesen Erzählungen sind die Leute gemeinsam in eine Trance verfallen. Und in dieser Trance waren sie sozusagen praktisch in dem Geschehen dabei. So wie wenn ich heutzutage in einem dreidimensionalen Kino bin und glaube, ich bin sozusagen wieder dabei. Das ist sozial und kulturell konstruiert. Und jetzt löst man sich von diesen rhythmischen Elementen und fängt an, in freier, ungebundener Prosa zu schreiben. Die Menschen können sich frei ausdrücken, unabhängig von diesem rhythmischen, tranceartigen, das auf bestimmte Art von sozialen und bewusstseinsmäßigen Zuständen ausgerichtete Schreiben war. Es gibt eine Distanz zu diesen sinnlichen Elementen, die man in dieser tranceartigen Repetition braucht, das ist eine bestimmte Art von Meditationstechniken, so wie heutzutage jemand halt immer ein Mantra sagt oder so irgendwie. Ja. Und die Tragödie ist eine Distanz zur tatsächlichen Vergangenheit. Es ist eine bewusste Fiktion. Die Tragödie könnte man so beschreiben, die Menschen erfinden eine virtuelle Reality. Die virtuelle Reality ist, dass bestimmte Dramen, ganz, ganz dramatische Dramen, ja, aufgeführt werden durch Schauspieler. Aus dem kommt das Wort Person. Person bedeutet Personare. Sonare ist das der Schall, das Sonare und Per heißt durch. Die Person, die man im Theater sieht, und das zuerst war das eine Tragödie und dann wird es erst die Komödie, die Person ist der Schall, der durch die Maske durchgeht und das Publikum erreicht. Das ist die Person. Die Person ist sozusagen ein Charaktertyp, der dargestellt wird, so kommt das Wort Person. Ja, es ist eine bewusste Simulation einer virtuellen Reality und die Zuseher in der Tragödie wissen, dass das eine virtuelle Reality ist.
Es gibt zum Beispiel so eine schöne Geschichte von Sokrates. Aristophanes, ich glaube, es war Aristophanes, hat ein Spott-Theaterstück geschrieben über Sokrates. Und Sokrates hat dieser Aufführung beigewohnt, und wie er gemerkt hat, dass es über ihn geht, ist er aufgestanden und die ganze Zeit stehen geblieben. Das heißt, er hat den Leuten Gelegenheit gegeben, immer sozusagen den richtigen Sokrates anzusehen und dann das anzusehen, was in dieser Verspottung, in dieser virtuellen Reality über den Sokrates passiert. Genau dieses Hin- und Herpendeln. Ja. Die Tragödien beschreiben einen Menschen mit einem Innenraum. Sie müssen aus diesem Raum heraus entscheiden, und sie beschreiben die schlimmsten Dinge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Vatermord, Muttermord, Geschwistermord, Inzest, die schlimmsten Sachen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und sie beschreiben, wie sich Menschen in solchen ganz, ganz dramatischen Situationen entscheiden müssen, weil sie durch die Umstände gezwungen sind, und welche Art von Entscheidungsnot hier auftritt. Es zeigt Menschen aus einem Innenraum, und interessant ist es, dass das die erste Art von, diese Art von Kunstform. Es zeigt Menschen aus einem Innenraum, es zeigt Menschen in ungeheuren, dramatischen Entscheidungssituationen. Jemand schläft mit einer Frau und nachher stürzt sie raus, das ist seine Mutter. Also ganz, ganz schlimme Dinge. In der Form der Tragödie gibt es auch die ersten, auf das werden wir dann kommen, auch bei Euripides gibt es die ersten Anzeichen, dass ein Mensch mit Gewissen beschrieben wird. Die Strophe ist sozusagen, das geht sozusagen in Strophenform, die Orchester ist die Bühne, und die Katastrophe ist die Wendung der Strophe. Sozusagen der Chor marschiert auf die eine Seite, wenn er auf die andere Seite ist, ist dann die Katastrophe, und die Katastrophe ist dann die Katastrophe. Die Wendung der Strophe ist die Katastrophe. In diesem inneren und äußeren Fließen steht das Innere und Äußere in einem direkten Zusammenhang. Und wenn wir das kulturhistorisch interpretieren und nicht jetzt primär philosophisch, und wenn man zweitens die These hat, mit der ich die Vorlesung gestartet habe, das nämlich wahrnehmungshistorisch zu interpretieren, dann könnte man folgende Frage stellen: Was bedeutet es für die Alltagsrealität von Menschen, wo diese Arten von Weltbeschreibungen, die sehr, sehr gescheite Leute machen, in einer gewissen Weise eine kulturelle Akzeptanz erfährt, sodass sich aus dem dann eine Wirkungsgeschichte entfalten kann? Das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ. Ist die Fragestellung klar? Das heißt, meine Fragestellung, und ich möchte dann, vielleicht können wir Andeutungen machen, auch über die anderen Arten von Weltbildern. Meine Fragestellung ist, kulturhistorisch, was heißt das wahrnehmungshistorisch? Was bedeutet es, dieses Bild von diesem dünnen Netz, was bedeutet es als Indiz dafür, in welcher Weise Wahrnehmungsprozesse, in welcher Weise die Empfindung des Leibes, in welcher Weise die Empfindung der Natur, in welcher Weise Empfindungen von Rhythmen in dieser Kultur selbstverständlich ist. Und natürlich ist es ganz klar, dass das alles sehr, sehr spekulativ ist und dass man nur sozusagen versucht, sozusagen erst ein paar Schimmer zu legen und aus dem sozusagen ein Verstehen zu entwickeln. Mit anderen Kulturen und mit Geschichte sich zu beschäftigen, heißt für mich immer ein Verstehen zu versuchen. Und Verstehen heißt für mich,
einen ganz rudimentären, einen ganz unvollständigen Versuch zu machen, mich in diese Kultur hineinzubeamen. Wie hätten wir in dieser Kultur gelebt? Was hätten wir wahrgenommen? Was hätten wir gesehen? Und natürlich geht es, das ist ja bekannt, geht es nur sozusagen ganz, ganz wenig. Aber ich möchte Andeutungen geben. Eine Andeutung ist, sind zum Beispiel die Träume. In so einer Kultur gibt es keinen Unterschied, einen großen Unterschied zwischen Wachbewusstsein und Traumbewusstsein. Träume sind Ausdruck von Realität. Was man im Traum erfährt, kann vielleicht sogar ein höheres Maß von Realität oder von Wirklichkeit ausdrücken, als wie im Wachbewusstsein. In der ganzen Antike gibt es dann die Traumbücher. Traumdeutung ist eine angesehene Wissenschaft. Träume werden beachtet. Träume werden als Ausdruck nicht einer inneren, sondern einer äußeren Realität interpretiert. In der Antike sagt man nicht, man hat einen Traum, sondern man sieht einen Traum. Das ist so quasi, wie wenn man während des Schlafes kommt sozusagen ein Dämon, ein Gott, und so wird es beschrieben in den Traumtheorien. Und dieser Gott zeigt irgendwie sozusagen, heutzutage würde man sagen, auf einem Bildschirm mir irgendwelche Bilder oder irgendwelche Töne. Das heißt, die Idee ist, dass diese Träume nicht aus einem selbst kommen, sondern sie kommen von außen, sie kommen von einem Dämon, sie kommen von einem Gott. Man ist nicht im Traum, sondern man sieht den Traum, so wie man sozusagen, wie wenn man jemand in der Nacht aufwecken würde und da würde der Fernseher laufen und würde man sagen, schau hin, was es da zu sehen gibt. Sie kommen von außen und sie treten auf, manchmal, mit dem Anspruch eines höheren Grades von Wirklichkeitserkennung, als wie das, was man im Nicht-Traumbewusstsein, im Wachbewusstsein aktivieren kann. In dieser Weise werden die Sinne als dynamisch und fließend definiert. Eine Frage? Bitte. Ja. Ja, ja. Nein, das hat dann auch mit Zukunft zu tun. Das berühmteste Traumbuch ist das von Artemidoris. Aber das ist dann schon sozusagen ein bisschen später. Also ich glaube, es ist ungefähr so 3. Jahrhundert. Und da stehen dann, ich weiß es nicht, 100, 200 Traumbilder drinnen, so wie man es heutzutage in diesen billigen Esoteriken hat. Und wo dann genau erklärt wird, wenn man das sieht, dann hat das diese Bedeutung. Und natürlich, ja, die Deutungen der Zukunft, ja, waren immer Sachen, die man in der ganzen Antike gehabt hat. In der Ilias wird beschrieben der Vogelflug, ja, die Geschichten vom die Innereien der Opfertiere verbrutzeln, die sind genannt worden und das ist immer ein Hinweis darauf, ob etwas gelingen kann, wie sich die Zukunft entwickeln wird und so weiter. Empedokles, das heißt die fließenden Sinnen bedeutet, die Sinne sind nicht abgekoppelte Apparaturen, so wie man sagt, das Auge ist eine Kamera und da draußen ist eine andere Realität und das Gehirn ist sozusagen ein komplizierter Computer, sondern die Sinne sind fließend, die sind ja in diese dynamische Fließwirklichkeit eingebettet. Nachdem das Netz sehr, sehr dünn ist, bedeutet das auch, oder könnte man vielleicht so interpretieren, dass die Menschen selbst sinnliche Reize mit einer ungeheuren Intensität erleben. Das heißt sozusagen, die Abgrenzung gegen sinnliche Reize kann ja nur ein mentales sein. Wir leben in einer ungeheuren Reizüberflutung, ja, und wir haben aber gelernt, die meisten von uns haben gelernt, sich gegen diese Reizüberflutung zu stabilisieren. Und die Stabilisierung ist, indem ich in der Innenwelt gebe, weil die Trance, in der die Leute zum Beispiel in der Straßenbahn stehen, ja, die Alltagstrance, da bin ich irgendwo weg und dann bin ich irgendwo. Dann kann ich sozusagen diese ganzen Außenreize, die mich vielleicht stören, absolut ausblenden.
Anaxagoras sagt, das Wahrnehmen ist von Schmerz begleitet. Das gibt genauso einen Sinn. Wahrnehmen bedeutet, es sind so intensive Sinneseindrücke und es tut weh. So beschreibt es das. Empedokles Wahrnehmen ist ein fließendes Gleichen, das verstehen wir. Wenn innen und außen gleich ist, dann kann das nicht anders sein. Ja? Es gibt auch Theorien, die das so beschreiben. Die Objekte besitzen eine schwammige Oberfläche. Sie besitzen Poren. Poros, das griechische Wort Poros, bedeutet Furt. Es ist wieder eine Strömungsmetapher. Das heißt, die Objekte besitzen Poren. Bei diesen Poren wird was ausgesendet. Das kommt zu uns. Die Haut besitzt Poren. Die Augen besitzen Poren, die Nasen besitzen Poren, die Ohren besitzen Poren. Und genauso sozusagen kommt das. Das heißt, die Sinne sind wie Poren. Sinnlich wahrzunehmen heißt, die Porenhaftigkeit der äußeren Welt ist gekoppelt mit der Porenhaftigkeit meiner inneren Welt. Und eine gute Art von Metaphern zu beschreiben, und dafür gibt es gute Texte bei Hartmut Böhme, interessanter Philosoph in Berlin, der beschreibt Wahrnehmen in dieser Zeit als Fressen, als Schnüffeln, als sinnliche Vorgänge, als Einatmen, sozusagen als Einverleibung. Das heißt, an der Umgebung teilzunehmen heißt, ich bin mit meinen Ganzen in dieser Bornhaftigkeit ungeheuer dicht eingebettet und das, so wie man halt ein Brot isst oder wie man was trinkt, das ist sozusagen der Alltagsvorgang, etwas zu sehen, etwas zu hören, in diesem Zusammenhang. Farbe wird definiert als etwas, was durch die Poren des Sehorgans passt. Zitat von Empedokles: Denn mit der Erde sehen wir Erde. Innen und außen ist das Gleiche. Mit der Erde sehen wir Erde. Mit dem Wasser erfahren wir Wasser. Mit der Luft die Luft und so weiter. Und mit dem Feuer das Feuer. Liebe sehen wir mit Liebe und Streit sehen wir mit Streit. Das heißt, es gibt keinerlei Unterscheidung zwischen materiellen oder physikalischen und psychischen, gibt gar keinen Sinn. Das ist alles sozusagen. Als Wahrnehmen ist Einverleiben, Wahrnehmen ist Einatmen, Wahrnehmen ist Schnüffeln, Wahrnehmen ist Verzehren. In dieser ungeheuren Einbettung in diese Kultur gibt es kulturelle Praktiken, die für den heutigen, ja, Menschen, der die Distanz schaffen kann, indem er sozusagen sich innen stabilisiert von diesen ungeheuren Sinneseindrücken außen, ja, gibt es kulturelle Praktiken, die unglaublich schräg wirken und die ihnen wahrscheinlich in der Mittelschule nicht erzählt worden sind über die Antike. Man hat die Vorstellung, da rennen irgendwelche Gelehrten in weißen Kleidern würdig hin und her und sondern kluge Sätze von sich ab. In der Antike ist es ganz, ganz selbstverständlich, kulturell, gemeinschaftlich an Bewusstseinszuständen teilzunehmen, die heutzutage nur mehr als verrückt gelten. Das heißt, eine Orgie teilzunehmen, eine kulturelle Raserei teilzunehmen, ekstatische Zustände, Ekstasis heißt heraustreten, Stasis ist das Dehn, ekstatische Zustände zu erleben, sind nicht etwas, was man halt, was jemand vielleicht hat, wenn er eine Droge nimmt und dann in der Disco herumhüpft oder irgendwo steht, sondern was man gemeinsam praktiziert, das sind kulturelle Sachen und das sind genau sozusagen Momente, wo man sozusagen in der Begegnung mit den Göttern. Es gibt zum Beispiel solche Berichte. Die Frauen von Athen haben sie einmal im Jahr gesammelt, dann sind sie unter Trommeln und was weiß ich, sind sie in die Berge gezogen, dann haben sie stundenlang getanzt, sich nackt ausgezogen, im Winter war das, ja, haben sie sich da in Rasch getanzt und am Höhepunkt des Festes ist ein Reh oder ein Tier hineingeworfen worden in die Menge und die Frauen haben das mit bloßen Zähnen zerfleischt. Und das Ganze war sozusagen ein Ritual, in dem alle teilgenommen haben
und und das war sozusagen eine kultische Handlung, eine religiöse Handlung, da ist man dann in Kontakt gestanden mit den Göttern. Das heißt, es gibt viele, viele, das geht dann bis in die klassische Periode, etwas, was uns heutzutage, wenn jemand solche Handlungen setzt, dann sitzt er im Hirnhaus oder dann werden ihm, der halt nicht diese normale Stabilität hat, die der gesunde Mensch hat, sondern wird dann kontrolliert. Massenhalluzinationen, Orgien mit eigenartigster Art von sexuellen Praktiken und sind etwas, was im Griechenland kulturell akzeptiert ist und was viele oder alle machen. Im Wahn hat man Anteil an göttlichen Kräften. Der Wahn oder Wahnvorstellungen werden positiv interpretiert. In der Ekstase kann man Zukünftiges prophezeien. Ekstase heißt, der Apollo hat von mir Besitz ergriffen und dann kann ich sozusagen die Zukunft. In der Ekstase kann ich Poesie treiben, die Musen haben mich ergriffen und dann kann ich das machen. In der Ekstase hat Eros oder Aphrodite mich überfallen und dann kann man Erotik machen oder kann man sich ungeheuer intensiv verlieben. Die Sinne funktionieren atmosphärisch. Der Begriff Atmosphäre ist ein unheimlich schöner philosophischer Begriff. Die Brüder Böhme haben mehrere Sachen, da gibt es ein Buch, das heißt Atmosphäre, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Atmosphäre ist ein Begriff, der die normale Subjekt-Objekt-Unterscheidung, die uns selbstverständlich geworden ist, unterläuft. Was ist Atmosphäre? Wenn Sie sich jetzt auf die Vorlesung oder auf die Inhalte intensiv konzentrieren, dann erleben wir hier im Hörsaal eine bestimmte Atmosphäre. Okay, Sie erleben das. Nur was ist das? Ist die Atmosphäre, die Sie erleben, ein innerlicher Prozess? Weil sie halt konzentriert sind, oder weil sie vielleicht sagen, hallo, das ist interessant, oder vielleicht sind sie in der Trance woanders, ich weiß es ja nicht, wo sie wirklich sind, aber einige sind bei mir, also das ist halt meine Mutmaßung, und ich bin selber konzentriert, oder ist das ein äußerlicher Prozess, hat was mit dem Hörsaal zu tun und so weiter. Und Atmosphäre ist, wir erleben Atmosphären, wir sind atmosphärisch gestimmt, man könnte sagen, jede Person, die man begegnet man eine bestimmte Art von Atmosphäre, eine bestimmte Art von Ausstrahlung, eine bestimmte Art von Gestimmtheit. Und wenn wir das jetzt in den normalen Außen-Innen-Begriffen beschreiben, dann gibt es keinen Sinn. Und der Versuch, diese Art Philosophie zu treiben, so wie das zum Beispiel Böhme macht, phänomenologisch, ist ja ein Versuch, sozusagen vor diese Descartesche Unterscheidung zu geben. Darum denke ich, ist der Begriff Atmosphäre gut geeignet. Die Sinne in dieser Zeit funktionieren atmosphärisch. Die Sinne funktionieren atmosphärisch. Und eine bestimmte Art, das zu beschreiben, könnte man sagen, es ist wie das Riechen. Riechen ist ein interessanter Sinn. Es gibt zum Beispiel Kulturgeschichten, die beschreiben dann so wie im Übergang von der Renaissance zur Neuzeit das Riechen dem Menschen abhanden kommt. Man kann ja zum Beispiel heutzutage riesige Texte, was weiß ich, eine ganze Literatur von einem Jahrhundert durch den Computer jagen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, hallo, welche Art von Sinnesmodalitäten? Wann ist sozusagen Assoziation mit Sehen, wann ist mit Hören, wann ist mit Riechen? Und manche machen das und die sagen, dass im Übergang von der Renaissancezeit zur Neuzeit eine Entsinnlichung in Bezug auf das Riechen stattgefunden hat. Dass die Menschen sozusagen, the olfactory decline, da gibt es ja so ein Buch, das ich da gelesen habe, wo das genauso beschrieben ist. Das heißt, das ist das olfaktorische Riechen und Schmecken ist sozusagen kulturell, wir sind weniger trainiert auf das und eher sozusagen in einer Art von sterilen Umgebung. Die Menschen früher haben sie ja nicht gewaschen und so weiter. Das heißt, diese sinnlichen, die Riecheindrücke waren ganz, ganz das heißt, man könnte sagen, es ist eine Art von Riechkultur, das kann man dann bis zu den Römern sagen. Die römischen Soldaten waren unter ihrer Rüstung parfümiert.
Die haben sie die ganze Zeit in ihren, oder zum Beispiel bei den römischen Gelagen, was sozusagen waren ganz, ganz reiche Gelage gemacht habe, dann haben sie Tauben herumfliegen worden, die Tauben waren parfümiert, die sind dann so herumgeflogen und haben immer dann sozusagen so Gerucheindrücke gegeben, je nachdem, wie es da, Geruchkino, ja, sowas gibt's heutzutage nicht mehr, ja. Riechen ist dynamisch, riechen ist nicht abgrenzen, riechen ist ein interessanter Sinn, weil wir können nicht wegriechen, wir können weghören auch nicht, aber wegsehen können wir auf jeden Fall, ja. Aber wegriechen geht nicht, ja. Man kann das Gerochene schwer analytisch durchdringen. Wenn ich nur in einer Riechkultur bin, könnte man nicht sozusagen, was wäre ein Weltbild, wenn ich nur in einer Riechkultur wäre? Wenn der Mensch zum Beispiel Riechwesen wäre, wie manche Insekten, und wir hätten sozusagen die visuellen Eindrücke nicht in dieser Intensität. Es gibt keine anerkannte Klassifikation für Gerüche. Gerüche entziehen sich dem irgendwie. Das Riechen ist scheinbar formlos. Wie könnte man Formen konstruieren der Außenwelt, wenn man sich auf das Riechen konzentriert? Es ist ein elementarer Sinn. Das Baby riecht die Mutter und wahrscheinlich ist das ganz das Zentrale von der Bindung von Mutter-Kind. Riechen ist intim, Riechen gehört zum Liebesakt, Riechen ist verschmelzen, Riechen ist der Geruch der Körper. Also Riechen ist schon, Riechen ist sehr was Atmosphärisches. Die Riechkultur in der Antike manifestiert sich auch am Begriff Gott. Der griechische Begriff ist Theos, der lateinische Begriff daraus abgeleitet ist Deus. Theos kommt von Thyos und Thyos bedeutet Rauchopfer, Räucherwerk. Thysia ist das Töten von Tieren mit der anschließenden Opfermahlzeit. Der Rauch ist der Kontakt mit den Göttern. Die Menschen erzeugen einen Rauch der Opfertiere für die Götter. Und die Götter essen den Rauch der Menschen und sind jetzt so mit den Menschen in Kontakt. Es ist eine Rauchkultur, wo sozusagen mit der wirklichen Wirklichkeit, mit den Göttern sozusagen diese Art von Interaktion passiert. Wenn das alles stimmt, und Sie merken schon, wie spekulativ das ist, aber anders kann es nicht sein, dann heißt es auch, man kann diese Art von Atmosphären wahrnehmen. Das Beispiel waren die Träume. Das haben wir eh schon gehabt. Und das andere ist, und abschließend jetzt nicht mehr dann möchte, es ist immer eine ganz, ganz tiefe magische Kultur. Ganz, ganz tiefe magische Kultur. Das heißt, die Menschen machen ungeheuer viele Beschwörungen, Rituale, Amulette im Alltag. Ich muss immer Rituale machen, damit ich nicht irgendeinen Dämon, irgendeinen Gott störe. Die Tiere sind Wetterpropheten. Das heilige Tier in Athen ist die Eule. Die Echo ist die Tochter einer Nymphe. Der Gott Pan hat sie verehrt. Sie hat sein Liebeswerben abgelehnt. Der Pan ist in eine Raserei verfallen, wieder diese Wahnzustände, hat sie in Teile zerrissen. Und wenn man heutzutage in den Wald schreit und man hört ein Echo, sind das die Schreie der Echo, die sozusagen, die da passiert sind. Das ist das Echo. Das Echo ist diese gefolterte, diese zerlegte Frau, das hört man. Man hört immer noch das Echo.